Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das? Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was meinst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Rathai. Ist gut, Herr. Willkommen, Heinrich! Glück und Gesundheit. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde.
Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köder. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Gut, ich werde mich anderswo umhören. Gott sei mit dir. Weißt du, wo ich Rotschopf finde? Wen? Den Stallburschen aus Neuhof. Ich habe gehört, er ist mit ein paar Köhlern befreundet. Ah, ich weiß, wen du meinst. Er ging erst kürzlich zu den Thalmberger Köhlern. Folge einfach dem Bach Richtung Westen. Beste Grüße. Ich suche einen Stallburschen aus Neuhof. Man nennt ihn Rotschopf. Den kenne ich gut, aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist vom Gestüt weggelaufen. Ich muss ihn finden. Nun, also hier ist er jedenfalls nicht. Versuch's bei den Köhlern stromabwärts. Vielleicht ist er dort. Gelobt sei Jesus Christus. Ich suche einen Stallburschen aus Neuhof. Man nennt ihn Rotschopf. Den kenne ich gut. Aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist vom Gestüt weggelaufen. Ich muss ihn finden. Nun, also, hier ist er jedenfalls nicht. Versuch's bei den Köhlern stromabwärts. Vielleicht ist er dort. Ich hab viel um die Ohren.
Glück und Gesundheit. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Ich muss wirklich mit ihm sprechen. Beim Gestüt gab es ein Massaker und der Junge weiß womöglich etwas. Ich muss ihn befragen. Du denkst, er hatte seine Finger im Spiel? Schwer zu sagen. Er ist weggerannt. Andererseits hat er wohl einen der Angreifer erstochen. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber sie waren nicht so überzeugend wie du. Lass mich in Ruhe. Will schlafen.
Was machst du da, du Mörder? Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Du hast die Leiche geplündert. Ich habe untersucht, was passiert ist, damit ich es melden kann. Oh ja, bestimmt dem König persönlich. Unsinn, du bist voll mit seinem Blut. Hin und wieder kämpfe ich gern, und dann bin ich eben voller Blut. Na und? Du? Du siehst mir eher wie ein Angsthase aus. Du warst es. Nur du kommst in Frage, und die Wachen werden das genauso sehen. Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Woher weißt... Was zur Hölle faselst du da? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er ein Freund der Zwillinge ist. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier und muss mit Rotschopf über den Überfall auf das Gestüt sprechen. Wenn Herr Hanusch dich schickt, kümmere dich lieber um die zwei Banditen, die hier umherschleichen und nach dem armen Jungen fragen. Dann braucht er sich auch nicht mehr zu verstecken. Na gut, ich kümmere mich um sie. Und dann verrätst du mir, wo Rotschopf steckt, ja? Ja. Werde sie los und ich sag's dir. Wo finde ich diese Banditen? Bin mir nicht sicher. Gibt viele Verstecke in der Gegend. Aber da sie über die Brücke kamen und gingen, müssen sie irgendwo in dem Gebiet sein, das zwischen uns und unseren Nachbarn liegt. Klingt nach einer Menge Wald zum Durchforsten. So viel ist es nicht. Gibt hier irgendwo einen Pfad, der zu einem verlassenen Lager führt.